Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wir haben Freitag, ich habe Urlaub, befinde mich hier in Wolfstal, das ist nahe der Grenze zu der Slowakei. Wetter ist so halbwegs, naja, es regnet nicht, aber haben wir so einen kleinen Grenzrundweg, Grenzwanderweg hier herausgesucht. Da war ich eigentlich noch nie. Den ersten Kilometer habe ich schon hinter mir. 6-7 habe ich noch vor mir, der führt hier unten an der Donau wieder vorbei und so ein kleiner Rundkreis. Ja, in dem Sinne, schauen wir, was auf uns zukommt. Ich habe halt wirklich nur das Allernötigste dabei für ein Käfchen, aber ja, lassen wir uns überraschen, was wir sehen. Also, gehen wir mal. Ja, hier haben wir schon die erste Abzweigung. Hier geht es auch zur Donau. Wunderschöne Pilze auf diesem Baum. Ja, weiter geht's. Auch hier überall naturbelassene Gegend. Super schön hier. Ja, der hat schon ausgedient. Der verfolgt gerade. Ja, da stoße ich auf seine Jägerhäuschen oder was immer das sein soll. Dürfte zwar versperrt sein, aber schauen wir mal. Ja, dürfte sein Jägerhäuschen sein. Über den Eingang auch ein Hirschgeweih. Hier daneben sogar noch ein altes Bull. Ja, gar nicht so klein das Ganze. Und hier steht noch separat eines. Das schauen wir sich dann auch noch näher an. Ja, auf alle Fälle sieht die Hütte auch gar nicht so klein aus. Da oben auch wieder ein Geweih und auch weiter hier unten eine ganze Ansammlung von Geweihen. Hier springender Hirsch von links, auch nicht schlecht. Der springt in den Himmel. Jetzt lasse ich das Jagdschlösschen, Häuschen hinter mir und gehe meinen Weg weiter. Aber schon sehr sehenswert. Hier noch von hinten das kleine Häuschen. Ja, hier weht auch eine ein bisschen steifere Brise neben der Donau. Da drüben kann man Devin erkennen. Und wir gehen jetzt hier den Treppelweg weiter retour. Ja, hier befinden sich auch immer diese Fischerhütten jetzt an der Donau, die hier die Netze hängen haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die nennt. Die haben einen eigenen Namen. Die lassen sich absenken. Da haben sie eine Winde hier, damit können sie die absenken und die Fische herausziehen. Ja, und hier teilt es sich, da gibt es eine kleine Insel, ob man auf die drauf kommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir schauen sowieso den Weg weiter vor, schauen wir mal, vielleicht sehen wir da einen Übergang. Auch hier wieder so eine kleine Fischerhütte, die ist ja wirklich klein, und auch hier wieder das Netz zum Rausfischen. Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, mitten am Weg unüberwindbare Hindernisse. Aber gerade noch geschafft. Ja, für mich geht's hier weiter. Ja, die Wege hier sind doch recht schön, aber ich glaube, ich sehe dort hinten einen Baumstamm, einen gefallenen. Und ein Käfchen brauche ich auch noch. Schaue ich da ein bisschen Querfeld rein.
Hier ist alles extrem durchwühlt. Ja, schätzen wir die Wildschweine. Ja, den nehme ich gleich. Der ist okay. Wie gesagt, ich habe halt wirklich nur das Allernotwendigste dabei. Ich habe wieder von Miltec diese Topfauflage. Habe diesmal die größeren Espitwürfel dabei. Ich schätze, da werde ich ja mit einem auskommen. Ja, was ich mir nicht entgehen lasse, meine kleine Bialette ist wieder mit am Start. Und ich habe schon zwei so Kaffeebeets wieder reingegeben. Jetzt brauchen wir eigentlich nur mehr Wasser. So, nun werden wir den noch entzünden. Ist halt nicht einmal einen Feuerstahl dabei, nur die Zünder sollte ja noch für sich reichen. Ja, brennt auch schon. Hier noch meinen Topfständer drauf und es kann schon losgehen. Ich habe auch hier etwas Milch schon mitgenommen, also zumindest Milchpulver. Und das kommt schon mal vorab in die Tasse. Ja, Freunde, nicht alles, was von Miltec ist, ist auch schlecht. Die Kombination funktioniert eigentlich tadellos. Ja, und ich muss sagen, auch der Espitwürfel macht seinen Job, also. Ja, einen Kaffeelöffel braucht man natürlich auch, habe ich natürlich keinen mit. Werden wir sich einen machen. In der Zwischenzeit lebt er schon. Jawohl, der ist fertig. Freunde. Jo, Freunde, mein allseits bewährter Gruß wieder an alle Prost-Freunde. Ja, Freunde, ich kann mich nur immer wiederholen, aber das Käfchen von der Bialette ist schon eine andere Hausnummer. Die spielt in einer anderen Liga. Ja, das Wetter hält auch durch, also recht angenehm. Ach. Schön, wenn die Blätter so fallen. Gigantisch. Ein super Naturschauspiel. Ja, aber was soll's. Ja, mein Espit ist ausgebrannt. Mein Käfchen auch gleich leer. Das war's. Jetzt packe ich noch zusammen an meinen Platz wieder und dann gehen wir die Tour weiter. Ja, hat wieder mal gute Dienste geleistet. Und ist auch sehr rasch, recht schnell zusammengelegt. Jo. So. Damals umgeschnallt. Hier habe ich nicht viel gemacht. Den Sinn. Gehen wir.
Ja, Freunde, das war's. Das ist fast das Ende der Tour. Hier kann man noch einen Traktor hören. Hier werden Rüben geerntet. Da bin ich auch gleich wieder auf der Straße heraus. Die Geräusche will ich euch ersparen und verabschiede mich gleich hier von euch. Sag mir mal danke fürs treue Mitlaufen. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.